Die Firma Apfel, zu Englisch auch Apple, hat ja gerne mal so ziemlich viel schon patentiert und gemacht und erfunden und auf den Markt geworfen. Zum Beispiel auch den Da Kiekste. Was? Allerdings, das Team hat sie noch nicht auf den Markt geworfen. Deswegen gibt es noch kein i-Team. Aber es gibt, deswegen steht das da auch, there is no i in Team 1. Hat der LP-Chip mal herausgefunden. Der LP-Chip? Oder der LPC-Hip. Oder der... Der hat übrigens einen Mond als Avatar. Das ist der i-Mond. Der i-Mond. Glaubst du, das ist auch schon patentiert? Du meinst den Mond? Ja. Dürften wir keine anderen Monde herstellen, ohne Abgaben an die zu machen? Gibt es eigentlich noch, dass man jetzt, apropos Mond, gibt es noch, dass man sich Mondgrundstücke kaufen kann? Ja, man wird sehr realistisch, dass man sich da auch ein Häuschen bauen kann. Genau, das gab's. Also ich erinnere mich, vor 10, 15 Jahren oder sowas war das mal, da habe ich davon irgendwann mal was gehört, dass man sich da eben Mondgrundstücke kaufen kann. Und ich kann mir vorstellen, je realistischer es wird, dass tatsächlich da mal was gebaut wird, desto weniger werden diese Dinge angeboten. Und eigentlich ist es auch komisch. Also von wem kauft man das denn? Von den Amerikanern wahrscheinlich, weil sie meinen, ihnen gehört der Mond, weil sie zuerst da waren oder was. Man kann sich ja auch Sterne kaufen. Stell dir mal vor, irgendwann wird die Warp-Technologie ein bisschen ausgebaut. Plötzlich hast du einen ganzen Stern, ein ganzes Sternsystem, weil das alles dranhängt. Ja, ja. Das kannst du sagen, hier, ne, die Planeten, die gehören jetzt auch mir, weil ich kann den Stern ja woanders hinnehmen, dann haben die Planeten halt Pech. Ja. Ne, das ist ja dann Erpressung im großen Sinne. Also sehr großer Sinne. So ein Stern ist ja nicht unbedingt klein, wenn man den von hier aus sehen kann. Also Stern ist ja auch nur eine Sonne, sag ich mal. Ich glaube ja, dass tatsächlich jetzt nochmal, um zurück auf den Mond zu kommen oder was auch immer man da kauft, wenn es ja eben auch der Stern ist, wenn dann es tatsächlich mal so weit ist, dass der Mond oder irgendwas anderes besiedelt wird, ich wette, dann kommen irgendwelche Leute und sagen hier, ja, nee, das ist keine vernünftige Besitzurkunde, bla bla bla. Ich glaube nämlich, das funktioniert nicht. Weil, also ansonsten könnte man natürlich sehr gut vorplanen für einige Generationen nach uns, weil es ist ja jetzt recht günstig, da oben Grundstücke zu kaufen. Mhm. Und dann später, die Nachkommen, die haben ordentlich was davon. Also, wenn ihr für eure Nachkommen besorgen wollt. Wenn ihr so ein Dokument habt, dann vererbt es auf jeden Fall. Ja, richtig. Das kann noch mal viel Geld wert sein. Das kann tatsächlich noch mal richtig viel Geld wert sein. Der Mond ist nämlich deutlich kleiner als die Erde. Ja. Da ist der Platz begrenzt. Ist die Frage, ne, was soll man auf dem Mond? Ich meine, kack Schwerkraft, kannst du nicht ordentlich Fußball spielen. Luft ist auch ein bisschen dünn. Da musst du auf jeden Fall das Fußballfeld bedeutend größer machen. Ja, schießt einmal gegen und das Ding fliegt und fliegt. Ja, das Problem ist, wenn du ordentlich da reinbolzt, dann fliegt der Ball in der eigenen Umlaufbahn vom Mond, weil er einfach nicht wieder auf den Boden kommt. Ja. Wäre das auch schön, ne? Aber fallen halt keine Tore. Nee. So. Sehr gut. Wir sind ein bisschen abgeschwiffen, nur weil ich gesagt habe, dass ich den Mond als Avatar habe. Ja, there is no I in deswegen sind wir doch aber Alliance. Hier. Weil ich Mond gesagt habe? Nee, um abzuschweifen. Ach so, okay. Aber lass uns loslegen. Wir können dann nachher wieder abschweifen. Ja, sehr gut. Das können wir bestimmt. Na, ihr da draußen, ihr Schnuckels? Alles. Willst du jetzt mich an Star Warsen? Oh yeah. Oh yeah. Oh, ich gehe. Füge dich dem Licht. Over troubled. Das hatten wir schon mal. Water. Power. Es gab damals eine Band, die hat sehr lange immer gewartet. Deswegen haben sie sich irgendwann Water Illich genannt. Ja, daraus sind später dann die Illich People geworden. Ich hätte den Würfel wahrscheinlich mitnehmen sollen. Ach, was? Ja. Der wäre doch jetzt zerstört. Quatsch jetzt, zerstört worden. Oh. Hä? Hm? Hä? Warum wird der Peter denn nicht umgepetert? Soll ich meinen mal umsetzen, ein bisschen? Bisschen nach links oder rechts? Nee, funktioniert nicht mehr. Ja, bisschen zur Seite. Oh. Okay. Oh. Ja, es ist schön. Hier bin ich irgendwo. Ich hätte den Würfel echt mitnehmen müssen, wahrscheinlich. Oder vielleicht war es der Pro-Tipp, den nicht mitzunehmen. Wobei, hier ist eine Vertiefung dafür. Eine Vertiefung? Kannst du den mitnehmen? Du bist doch jetzt hier.
Wo bin ich? Du kannst du nicht rüber, ne? Ah, jetzt doch, Nee, zu deinem. Stimmt, da komme ich nicht hin. Ach nee, ich hätte den Würfel auch gar nicht mitnehmen können, der wäre kaputt gegangen. Richtig, das sagte ich. Jetzt könnte ich ihn aber mitnehmen, weil jetzt nämlich kein Kraftfeld hier ist. Ja, aber jetzt ist. Ja, ist ja Quatsch. Ist ja Quatsch. Quatsch, oder. Nee. Aber du musst schon da irgendwo stehen, damit du da. Nee, du musst gar nicht stehen. Ich kann jetzt auch zu dir schweben, aber dummerweise nicht mit dem Würfel. Soll ich mir nochmal zurückkommen? Ich glaube ja. Und dann lasse ich dich da rüber, dann kannst du auch durch die Gegend schwaben. Kannst jetzt einfach den. Du kannst jetzt einfach den. Nee, kann ich nicht. Kannst du nicht. Aber ich kann was anderes machen, doch. Warte. Ja. Lässt du mich da nochmal wieder rüber? Worüber? Step on the Knopf. On this Knopf. Ja, ich möchte gerne rüber. Okay. Kannst du nämlich in die Gegend kommen? Ja. Kannst, Das ist schon ein bisschen faul, das ist ja klar. Ja, ich möchte doch meinen Level halten. Aber hast du es jetzt nicht kaputt gemacht? Nö. Wie nö? Wupp. Achso. Aber wie soll ich denn jetzt? Warte. Death is a Quatsch. Ich möchte gerade irgendwie mein rotes Portal loswerden. Ja, eben. Ich dachte, wie hast du das denn das da vorher da reingesetzt? Achso, okay. Die Frage ist halt, ob ich da jetzt durchkomme. Nee. Kommst du nicht. Stell da mal den. Warte mal, Doch, da komme ich durch. Komm, du musst da vorne hin. Genau, nee. Einer muss da vorne hin. Ja, doch, wieso? Wenn du dich jetzt hier draufstellst, dann kann ich einfach rüberlatschen zu mir. Mit dem Würfel. Wie drüber stehen? Ja, wenn du dich. Ich schaff das. Warum willst du den Würfel da hinten haben? Damit ich den dann gleich mitbringen kann. So. Jetzt gehst du da wieder hin. Und schwebst erstmal. Bei dir geht das ja los, okay. Schwaben. Genau. Ich bin aus dem Schwebenland. Aus dem Schwäbeland? Kommst du denn da oben überhaupt hin? Oder wie willst du das machen? Wenn du jetzt die Portale, die du da jetzt setzt, wenn du die da lässt, dann passt es. Dann komme ich bis darüber. Aha. So, warte, ich komm dir nach. Ja, ich muss erstmal hier das Feld deaktivieren. So. Ach so. Nee, so scheiße. Doch, lass ihn los. In der Luft. Da kannst du doch ein Portal dann schnell umsetzen. Ja, richtig. Aber jetzt zu spät. Es ist zu spät, irgendwie. Soll ich nochmal zurück? Lass mich kurz überlegen, ich glaube, du musst, ja. Boing. Boing. Aua, hä? Ich dachte, ich springe jetzt noch weiter. Ich habe auch gedacht, wo bist denn du jetzt hängen geblieben? Ja. Okay, so. So, nochmal das Ganze. Das hast du fein gemacht. Dankeschön, danke. Ja, gern geschehen. So. Jetzt aber. Du meinst, es klappt jetzt? Ja, auf jeden Fall. Hast du das denn mittig gemacht hier? Nee. Nicht? Kannst du das ein bisschen mittiger machen? So? Ja, schön, fein. Gern. Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gut. Ja. So. Ja, das geht schon mal. Wir haben auch erst 5 Minuten dafür gebraucht. Es war fast gut. Ich hoffe halt, der Würfel wird sich dann nicht hier verpieseln, ne? Ja, nee, das ist ja dann da, ne? Das geht. So, ich mach das jetzt mal. So. Muss halt. Ja. Relativ zeitig so. Das machen. Oh ja. Ich guck unten rechts aufs kleine Bild, dabei habe ich es doch direkt vor mir hier. Das ist ein bisschen dämlich. Aber so. Willkommen in meiner Welt. Das ist, danke. Wo Dämlichkeit nur der Anfang des Verstandes ist. Ach, guck mal. Oho. Hier müssen wir beide hin, wahrscheinlich. Zumindest deute ich das anhand der 2 Knöpfe. Ich komme mit runter. Kannst du das? Ja, wir brauchen den Würfel aber doch eventuell. Alles. Eventuell. Na, wir sind jetzt hier wieder oben. Hä? Ach so. Ich wollte mich gerade wundern, wo es hier alles lang geht. was haben wir davon? Wir können jetzt hier uns beide draufstellen. Ach so, stimmt. Dann ziehen wir hier beide drauf. Kannst du da was machen? Nee, ne?
Hä? Oh, es bleibt offen. Was ist das denn? Wo kommt man denn da her? Wie? Es bleibt offen? Ja. Warum hast du dein gelbes Portal gemacht? Einfach nur so. Achso, aber dann musst du ja schon gemerkt haben, dass du da drauf stehen bleiben könntest. Nee. Oder dass es offen bleibt halt. Das ist. Da oben müssen wir hin. Wo? Ach da. Da oben. Wahrscheinlich brauchen wir, woher? Es geht gar nicht. Wir können hier keinen Peter reinbringen. Hm. Ah, okay. Oh. Ich kann ja. Du brauchst Mischerleunigung. Ja, doch, doch. Fall ja, du, durch, nee, das geht da ja nicht. Rein. Ich berühre das Kraftfeld. Nee. Doch. Da ist aber noch 10 Meter weit Platz. Nee, dazwischen. Du musst da durchspringen. Ja, aber ich muss doch hier selber hoch. Hi. Meinst du, das geht nicht? Dann mach mir da mal ein Dingens. Dann mach mir da mal in der Wand so. Warte, am besten in der Wand. So ein rotes Portal. Ein rotes. Nee, hier unten ein rotes. Da Warum? Kann ich da nämlich reingehen. Achso, ja, klar. Oh. Ah. Hopp. Ah. Ja. Hui! Siehst du? Ah. Und jetzt du. Okay, ich versuch das mal. Ich weiß jetzt nicht, was da die Herausforderung ist. Vorsicht, ja, ich hab gedacht, mal würde nach vorne. Nee, hui! Wenn du. Beruhig mich mir nicht so an, auch wenn du Hui machst. Plopp. Das ist ja auch noch hier was zu machen. Da ist noch einiges zu machen, ey. Knopf. Oh, hä? Da hinten ist ein Ball. Oh mein Beamball. Der ist ins Wasser geplumpst. Oh, guck mal. Hm? Achso, okay, ja. Dann kann ich da den Ball jetzt schnell holen. Warte. Jetzt bitte nochmal auf den Knopf drücken, vielen Dank. Ja. Na komm. Ach, das ist ja schön. Jetzt eine Murmelbahn, sag ich mal. Wo war denn? Hier an der Seite vorbei. Da hin, bitte. BT, einmal umdrehen. So. Okay, ja. Warten Sie mal. Dann murmelst du das Ding mal hier rüber. Ja, ein bisschen mehr Schwung hättest du dem ruhig geben können. Das war ja fast schon Sabotage hier. Das Ding ist schwer. Ja, du bist schwer. Was ist, wenn ich mich hier rausstelle? Achso. Aha. Da passiert was. Da kannst du einmal wieder zurückkommen. Ja, kannst du mir irgendwas hier die Treppchen da hochfahren? Warte. Nee, ne? Oh. Hier muss auch ein Ball hin. Oh, schön. Bist du jetzt der Ball oder bleibst du da bitte stehen? Muss er immer warten, bis ich oben bin. Ach so, das macht da so viele. Ach so. Ja. Gehst du mal runter. Ja, gut, dass ich hier nicht hingelatscht bin. Hier muss auch ein Ball hin. Bleibst du da ein bisschen länger stehen? So. Ja, und jetzt? Muss ich da noch irgendwie hoch, theoretisch? Da ist nämlich noch eine Halterung. Da muss auch ein Ball hin. Ich kann da runter, aber das habe ich davon. Willst du den da erstmal haben, oder wie? Ich denke mal, es macht Sinn, oder? Ich gebe dir den mal, wobei, kommst du dann noch darüber? Du kannst einfach jetzt da hochgehen, wo du gerade warst. Du meinst? Dafür ist die Schräge da. Du kannst ihn dann da einfach runterfallen lassen und dann kullert der hier zu mir. Wie die Schräge? Da. Wer einfach runterfallen lassen. Genau. Das Lass ist ihn ja fallen. Abgefahren. Oh. Aua. Es tut mir leid. Ich hab gedacht, du stehst da wieder oben. Das war irgendwie falsch gedacht. Du warst zu voreilig. Ja, Entschuldigung. Immerhin gibt es jetzt hier einen Checkpoint. Okay. Das ist ja mal cool. Vor allem mit Turbogang. Sehr gut. Heißt aber. Okay, ich muss jetzt zu dir rüber. Nee, doch. Musst du hier rüberkommen, ne? Mhm. Nee, Moment, aber dann komme ich hier nicht mehr hoch. Du brauchst den Ball wieder zurück auf jeden Fall. Moment. Ja, müssen wir halt den Raum nochmal machen, oder wie? Oder was? Oder ja, wer, oder so wo? Sieht das wohl aus. Oder what? Oder ja, kannst du da einfach. Genau so, ja. Ich glaube, du kannst jetzt. Rüber. Okay, das ist auch schön. Auf den Knopf drücken musst du nicht. Warte, ich roll dir den Ball rüber. Ja. Hätte! Away! Also, das Beschleunigen von Objekten hier in diesem Spiel ist nicht so deine Stärke, ne? Das liegt aber auch immer daran, dass ich derjenige bin, der nur auf dein Netzwerk zugreift. Ja, jetzt kommt diese Ausrede hier. Mach sie mir die Treppen bitte hoch. Ich mach dir die Treppen hoch. Komm, mach mir die Treppen. So. Oh ja. So, dann kannst du quasi einfach nur den runterfallen lassen, dann gehst du weg. Cooler, und dann
Stimmt, ich war halt so gebannt, dass ich hier noch weiter hingeschaut habe. So. So. Er coolert. Ich habe ihn. Wie gerade der rollt. Ich meine, bei dem Ball kann man echt nicht wissen, ob der gerade läuft oder nicht. Na, nochmal. Oh. Schön. Wunderschön. Oh, Treppen. Ah, okay, jetzt muss ich da. Okay, bist du da sicher soweit? Ja, ne? Ja. Das finde ich immer cool, ey. Das ist schön. Kann man sich immer gegenseitig den Ball zuspielen. Hm? Ah, muss man auch sogar. Ja. So. Ich hätte gern den Ball hier. Oh, jetzt. Aua! Oh. Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass das tödlich wäre. Verdammt. Ich habe mich so erschrocken, Alter. Alter. Das war echt nicht mit Absicht. Ich dachte, da oben wäre. Ich wollte gerade noch sagen, bleib mal da noch. Ich dachte, da wäre nix. Das ist das Problem. So, du kommst weiter vorne raus. Ah ne, es ist schon da. Oh. Wir haben nicht mehr einen Ball, der liegt da oben jetzt. Na, den kannst du wieder rausholen. Bitte schön. Danke schön. So, ich drück noch nicht. Erst jetzt. Boink. Ja, das ist schön. Ich glaube, wir haben mittlerweile zumindest ein bisschen Ahnung, wie es laufen könnte, vielleicht. Oh, cooler. Eumel. Du bist ein Eumel. So. Drückst du auf die Knopf und lässt sie mich da hoch. Ich lasse dich da hoch. Indem ich auf den Knopf drücke. Das ist jetzt in Rekordzeit spielen. Ja. So. Rekordzeit, denn nicht Kotzzeit. Rehe kotzen meist eher schnell. Können Rehe eigentlich kotzen, ja, ne? Bestimmt. Pferde können das nicht. Ja. Warum können die das eigentlich nicht? Das ist doch voll diskriminierend für die. Echt mal. So, ach ja. Genau, so, ich nehme den Ball mit. Jetzt bitte stehen bleiben. Vermutlich können Esel dann aber auch nicht kotzen, oder? Denke ich mal auch nicht, ja. So, jetzt noch immer stehen bleiben. Ja. Lass den Ball fallen. Ja. Jetzt kannst du weg. Kann ich das? Ja. Oh, nicht runterfallen. So. Du musst mir eine Bridge wahrscheinlich erschaffen können. Oder muss ich das selber tun? Nee, ich mach das selber. Kannst du da... Oh. Ist ja gut. Ja, ich bin tatsächlich ein wenig begeistert. Verzückt. Von dieser Aktion hier. Ich finde das schön. Ja. Stichwort verzückt. Ich verzücke mich mal in dir. Ich denke, es wird doch nie alt. So. Und jetzt bleibe ich hier stehen. War das so lustig? Total. Ey, ich wollte gerade schießen. Was war das denn? Das war voll fies. Oh. Gewonnen. Ha, dann gehe ich halt. Tschüss. Okay. Oh. La 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 la. Aus der eigenen Sicht sieht das total langweilig aus. Ja. Aber von außen ist es immer wieder ein Knaller. Knallein. So, jetzt ich. Guckst du mich mal an, ich will mich sehen. Weil bei mir sieht es gar nicht so schlimm aus. Nee. Du bist da einfach der geborene Staubsauger. So. Ja, das hat meine Mutter auch immer gesagt. So, jetzt atmen wir mal tief ein. Und schon war alles blitzeblank. Ja. Und du musstest leicht husten davon. Ja. Tja, joa. So sind Eltern nun mal, ne? Ja, und Staub. There is no I in Team. Yes! Oh, ich musste mich mal gerade strecken. So, das war gut. 0-1. Zero A. Ich muss sagen, ich fand die echt cool. Ich fand es echt cool gemacht. Ich auch. Mit dem Ball hin und her spielen am Anfang auch und so. Das war schon. Ja. Hallöchen. Das fand ich schön, dass man auch da. Also, ich meine, es ist auch schön, wenn man Sachen gleichzeitig machen muss, aber das war so ein Wechsel, war auch nett. Ja. Dass man sich da gegenseitig hilft. Nicht einfach hier, bam, da habt ihr 20 Würfel, macht was damit, ne? Ja. Hier ein Fußball, das ist. Also, Fußball. Nee, ein Ball, das ist wie beim Fußball. Stimmt. Ich meine, wie würde ein Fußballspiel aussehen, wenn da jeder seinen eigenen Ball hat? Das wäre doch auch irgendwie komisch.
Wenn, das wäre schwierig für den Torwart. Könnte sich das durchaus leisten. Bauen sie mal ein Stadion weniger in irgendeinem Land, wo kein Fußball gespielt wird, und dann können sie jedem einen Ball kaufen. Das geht doch auch. Ja. Tja. Oder man spendet mal irgendwie 3 Cent. Oder geht mit denen auf den Jahrmarkt und schießt sich da an dem Schießstand irgendwie einen Fußball. Daran soll es ja nicht scheitern. Das macht immer total Spaß, auf dem Jahrmarkt zu schießen. Aber es ist so verdammt teuer. Ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht. Zumindest nicht in meiner jetzigen Lebensspanne. Ja, nee, ich finde das eigentlich ganz witzig, aber... Ich bin gerade in meiner dritten Dekade angelangt. Okay. Nee, bin ich nicht. In deiner dritten Dekade schon? Naja, man lebt halt so ein bisschen vor sich hin. Ja. Vor sich her. Ich lebe so ein bisschen vor mir her, deswegen bin ich nämlich älter, als ich eigentlich bin. Ich weiß noch damals, als ich in der Schule war, da war gerade Mittelalter. Seitdem hat sich einiges verändert. Plötzlich ist so eine Welt auch mal rund. Das ist komisch. Ja. Ja. Das war auch für mich ein Schock. Ja. Du meinst, als du mal von zu Hause weggelaufen bist und kamst dann irgendwann wieder zu Hause an? Ja. Weil du einfach um die Erde rumgelaufen bist. Richtig, ich habe meinen Eltern gesagt, ich laufe jetzt so lange, bis ich vom Tellerrand falle. Genau, und dann plötzlich stand ich wieder vor der Tür. Ja. Musste wieder saugen. Somit schließt sich der Kreis. Ja. Apropos Kreis schließen. Der Mond. Richtig. Nee, welchen Kreis meinst du jetzt? Nee, ich meinte... Der Tata-Kreis. Der Tata-Kreis, ja. Boah. Nee. Der alte Kreis. Naja, gut. Ja. Wenn es noch schlimmer wird, würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal hier in Portal 2. Den kastemösesten Koop-Knödeln, die es jemals gab. Du meinst uns. Richtig. Ich bin der Knödel, du bist die Wurst. Was? Knödel mit Wurst? Das ist auch, ja, also wenn es dazu noch eine Soße gibt, dann ist schön. Stimmt allerdings. Ist eigentlich egal, wozu man Knödel isst. Ich möchte gerne die Soße sein. Ich möchte mich über dich drüber legen. Ja, ich glaube, mein Internet ist gerade abgekackt. Ich habe nicht gehört, was er gesagt hat. Vielen Dank fürs Mitleiden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.